Geh mal weg, Tür. Wir gehen durch die Tür durch. Warte mal. Ach so, das habe ich schon gemacht. Aua. Das habe ich schon optimiert. Also ist es egal, wenn wir jetzt die Mauer machen. Sieht ja dann sowieso keiner. Okay. Na gut, dann kann man das so machen. Ja, können wir das so machen? Habe ich die Mauer umsonst reingeballert. Naja, ist egal, hätten sie auch davor bauen können. Aber ist egal. Und wenn es immer nur eine Mauer da dazwischen ist, ist ja nicht das Problem. Aber wenigstens, dass wir so ein Grundprinzip erstmal drin haben, weißt du, was ich meine? Ja, wie gesagt, aber das ist so für mich, wo ich sage, wenn man wirklich genug Kapital hat, dann braucht man sich dafür keine Sorgen mehr. Oder vielleicht noch mehr Sorgen dann über sein Geld nicht zu verlieren. Ja, die werden es ja streuen, Gold kaufen, dann ein paar Millionen führen, Aktien. Das Geld also so weit wie möglich streuen, Häuser vielleicht kaufen, 1, 2, 3, keine Ahnung, wie viel die dann kaufen werden. Vielleicht 5, 10, 20, vielleicht 100, ich habe keine Ahnung. Kommt immer darauf an, wie vermögend man ist. Aber ich denke mal, die sind, denke ich mal, schon reich. Also, wenn man überlegt, wenn zum Beispiel Bill Gates oder so, der hat ein paar Milliarden auf dem Konten. Wenn man dann überlegt, wenn der mal, der kann eigentlich gar nicht mehr pleite gehen, also kann ich mir nicht vorstellen, ja, weil wenn der pleite gehen soll, wie soll das gehen? Der hat, halt Microsoft Aktien da dran, die verkauft er einfach dann und dann ist fertig, dann hat er Geld. Ob der jetzt so viel Geld hat wie vorher, weiß ich nicht, aber wird auf jeden Fall nicht arm sein. Also für mich, zumindest für meine Verhältnisse, ja. Für meine Verhältnisse wird er super reich sein. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere ganzen Politiker, auch wenn die jetzt arbeitslos werden sollten, nicht genügend Geld hätten. Also, ich glaube, die Konten sind alle voll. Ja. Das wissen wir vielleicht noch nicht. Also, ich gehe davon aus, Politiker haben mehr Kapital, als dass wir uns jemals vorstellen können. Die leben zwar auch ganz normal wie wir, also wir haben halt jetzt keine irgendwelche tollen Hobbys, aber ich glaube, Politiker leben sowieso in einer anderen Welt. Aber trotzdem, ich glaube, Geld regiert trotzdem die Welt am Ende, weil wenn du Geld hast, kannst du überall mitreden, ob du jetzt Ahnung davon hast oder nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Also ich glaube, nichts ist in unserer Welt Zufall passiert. Nichts ist irgendwie ohne ohne Abstimmung passiert. Also alles, was du in unserer Welt erlebst, ist irgendwie von irgendwelchen Leuten bestimmt worden, dass die Aktion geplant wurde. Also alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so planlos ins Chaos sind. Das will ich mir einfach nicht erklären. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass unsere schlauen Leute da oben oder dass die Elite ist immer, ich glaube, die Elite ist immer auf der sicheren Seite, denke ich mal. Also wenn ich jetzt Elite wäre, würde ich das ja auch alles planen und würde das dann so verkaufen. Ist doch nicht so gewesen, wisst ihr? Ah, scheiße, der falsche Stein. Dann mach ich mal noch hier ein. Haben wir noch so ein? Nee. Okay, das sind wieder andere Steine. Boah, ich habe so viele Steine gemacht, die ich gar nicht brauche. Kommen wir mal davon noch welche? Okay. Ja. Müsste ich mir dann was überlegen, wie ich dann crafte. Das mache ich dann mal offscreen. Haben wir noch Holz dabei? Oh, wir haben so viel Krempel. Müsste man. Hoffentlich reicht das jetzt an Platz. Das werden wir noch schnell essen hier. Mit da einen Platz, haben wir noch irgendwas zum Essen? Weiß nicht, Brot, noch schnell. Das wird nicht alle sein.
Was haben wir noch zum Essen? Warte mal. Boah, ich dachte, da ist wieder so jemand. Wenn man das hier. Perlen. Schilder, Eimer, Feuerzeug, das alles, was wir jetzt nicht brauchen. Brauchen zwar den ganzen Rest erstmal nicht, aber ist egal. Sieht viel aus, hilft viel. Wir können uns auch noch Rucksäcke craften. Das könnte man auch machen. Da bin ich das Wandellager. Hast alles ganz in die Inventar voll hochgestellt. Was? Wo war denn das, das, das? Oh, bist du auch noch am Suchen. Was wollen wir jetzt machen? Ach, wir wollten, genau. Wir wollten die Bäume mal fällen. Wir brauchen unbedingt Mobs, Alter. Also Monster. Wir müssen unbedingt 30, 40 Level irgendwie erreichen, Alter. Ja, es sieht gut aus. Das können wir erstmal ernten, ja. Okay, das ist schon mal der erste. Weg. Können wir noch ein paar Brote essen. Das ist schon mal gut, da kann man nämlich wieder mal Platz im Inventar dann. Mehr nicht? Okay. Gut, nehmen wir den noch mit hier. So. Das haben wir hier wieder schön. Weiß nicht, ob das alles wegkloppt mit einmal. Ich denke schon, dass das. Ja, wie gesagt, das ist meine Meinung. Und das ist echt interessant, ob das dann auch. Ob das auch dann möglich ist. Weil ich gehe davon mal aus, dass die Politiker oder so, die Spitzenpolitiker, dann. Äpfel mal auch wieder hier schön. Boah, ist richtig. Mann, das geht mir auch im Sack hier. Das ist so nervig mit dem ganzen Kack. Aber ich dachte, das wird ein großer Baum. Scheint ein großer zu sein. Boah. So haben wir alles eingesammelt. Perfekt, perfekt, perfekt. Nochmal neu ernten. Sehen. Ja, ist voll. Gut. So. Okay, ist alles voll, ist voll. Haben wir hier noch einen anderen Baum? Hier können wir auch noch ein paar pflanzen. Machen wir es mal jetzt. So. Das dürfte reichen erstmal. So. Da haben wir schon wieder Essen. Ne, mehr können wir nicht. Gehen wir wieder schlafen. Alter, das ist so schnell die Nacht rum. Ey, ist halt da nicht hin irgendwie. So schnell mit Nacht um. Ja. Und wir gehen ja ganz schnell weg. Ja, ein Glück. Ja, und wie gesagt, das ist so meine Meinung dazu. Wenn du halt Geld hast, dann hast du halt wirklich. Und ja, Gier. Tut's definitiv, ja. So, Leute, ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Ich will was trinken, was kurz essen. Bis gleich.